Thank you, Grüß, Freunde. Hier ist euer Epi Ray. Und ihr steckt ziemlich in der Klemme. Wortwörtlich. Ich muss jetzt gucken, ob ich mich hier rausholen kann. Ich werde jetzt einen Beleber benutzen, um Marquana wieder zu holen. So. Und ich werde Aquanok direkt heilen. Weil es bleibt mir nichts anderes übrig, als Aquana jetzt direkt in den Kampf wieder zu holen zu können. So, es kommt eine Kryptowelle. Bleibt eigentlich das Kryptowetter konstant? Das frage ich mich halt. Einer der Kryptos muss ich am Leben erhalten. Das hat höchste Priorität. Jetzt habe ich mich keine Chance gegen das Formeo. So, Freunde, ich muss hier kurz schneiden. Gab nämlich kein Problem mit der Aufnahme im Gerät. Es wurde mal wieder blau. Ich weiß nicht warum, aber okay, wir machen weiter. Kryptowelle Glut. Oh, Kryptofessel. Kryptowelle. Oh, toll. Du hast nicht gerade diesen Attacken, worüber ich mich jetzt hätte gefreut. Ja, egal, zum Formio umboxen wird das reichen. So. Aquaknarre auf Formio. Es reicht nicht, um das Formio umzuboxen. Mist. Ich glaub's nicht. Naja, werden wir noch schaffen, hoffe ich. Mist, es lebt noch. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber es ist draufgegangen. Halleluja. Metang. Nein. Alles, nur nicht Metang. Obwohl. Ich kann Glut machen auf das Vieh. Und ich kann Aquaknarre drauf machen. Ich versuche es jetzt erstmal aus dem Weg zu räumen. Dann haben wir nämlich nur noch Lunastein vor uns. Und dann denke ich mal, wird es wieder gut gehen. Ja, Vulpix hält das noch halbwegs gut aus. Ja, trotzdem mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Oh, nein. Nein. Verdammt. Das sieht wirklich schlecht aus. Vor allem, weil das wie Donnerschlag beherrscht. Ich hätte nicht so spielen dürfen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ach, herrje, herrje, herrje. Ich bin gerade überlegen. Ich versuche was anderes. Wenn ich Glück habe, bleibt es drin und Metang tötet mich nicht mit einem Schlag. Zack, zack. Bleibt drin, bitte. Come on, Lunastein. Yes! Okay, und jetzt hoffentlich killst du mich jetzt nicht. Na, gut. Tangel. Ja. Ich glaube, die Situation ist erstmal entschärft. Und das ist ziemlich knapp sogar. Gekrallt. Mhm. Nein, auch das will ich. So. Okay. Jetzt fange ich es mir. Jetzt kann mich das hier auch nicht mehr aufhalten. Oder doch. Kackparalyse. Verdammtes. Ich
habe einen Groll gegen Paralyse, sind wir mal ganz ehrlich. Na gut. Und ein Volltreffer. Warum nicht? Ah, cool, es ist aus. So, Aquaknarre. Jetzt schießen wir mal zurück. Klar! Macht er zwei Volltreffer hintereinander. Jetzt meine nächste Attacke tötet ihn nicht. Geht daneben. Hier. Down. Macht er zwei Volltreffer hintereinander und paralysiert mich vorher. Warum nicht? Egal. Ich muss mich nicht aufregen. Ich hab's geschafft. Welche Schmach. Welche Schmach. Ich hab fast verloren. Verdammt. Okay. So, damit hätten wir das mal. Puh, gerade so gerettet. Wow, da blinkt was. Eine Liftkarte. Damit kann ich die Bewohner befreien. Aber da, genau, hier war was. Wusste ich doch. Ein AP Plus. Halleluja, wie wär's mit Zauberasche? Damit ich all meine Pokémon jetzt erstmal wiederholen kann. Genau, hier war auch noch was. Super, TM13, das war Eisstrahl. Oder Blizzard, eins von beiden. Bitte lass Eisstrahl sein. Eisstrahl. Cool, ich habe überhaupt keine TM gefunden, bis auf Eisstrahl jetzt. So. Das ist sicher, dass das mein Aquana lernt. Führt nichts dran vorbei. So, was verlerne ich? Sandwirbel. Sandwirbel kommt weg. Okay. So. Ich will jetzt gucken, ob es hier noch irgendwo ein Item gab, dass ich nichts verfehle. Wasserstein. Hm. Bringt mir nur nichts. Ich habe kein Pokémon für Wasserstein. Nee, sieht nach kein Item aus. Okay. Gut, dass wir hier so viel gefunden haben. Ich muss hier jetzt eigentlich wieder normal. Nee. Ich gehe erstmal ins Poké Center. Weil ich jetzt erstmal notfallhalber heilen tue. Weil ich jetzt nicht weiß, ob da noch was kam. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und heile jetzt nochmal. Killia. Und heile Hundemon. Och, komm her. So. Und für den nächsten strategischen nächsten Plan, was ich auch immer jetzt mache, werde ich erstmal den Duellberg erklimmen, zumindest zum ersten Areal. Damit ich ein kleines bisschen trainiere. Weil sowas, was eben gerade passiert ist, das möchte ich nicht unbedingt nochmal machen. So. Genau. Befreien wir jetzt mal die. Wer auch immer da unten ist. So, gehen wir mal runter. Und wir sind unten. Hallo. Mhm. So, wir haben ihn alles erzählt. Halleluja.
Schön, dass du dich bedankst. Darf ich jetzt gehen? Nein, natürlich, er will nochmal mit mir reden. Ja, kannst du haben. Was? Leute sagen... Ah, okay, da sei irgendwas. Ui. Wir suchen jetzt erstmal den Duellberg auf. Das mit einer hohen Dreh. Hallo Freunde. Ihr werdet euch wundern, warum ihr jetzt auf einmal einen Sprung in diesen Bildschirm erlebt habt, aber es tut mir leid. Aufnahmeprogramm hat leider einen kleinen Fehler gehabt bei der restlichen Aufnahme. Deswegen habt ihr es leider nur bis hier drinnen gesehen. Habe ich jetzt erst bemerkt. Und deswegen werde ich euch kurz mal zusammenfassen, was ich getan habe. Yep, die ganze Stadt ist wieder normal. Ich habe, soweit ich das jetzt gesehen habe, ging das Video nur bis hier unten befreit. So. Dann haben sich alle bei mir bedankt. Ich habe eine Nachricht bekommen, die ich euch auch schicken kann, zeigen kann. Taktik-Memo. Mailbox. Einen Moment, so. Ja. Ich bin dann zu dem besagten Besitzer aufs Dach gegangen. Er ist ein kleines Mädchen, was ihr Mobile vermisst. Der... Opa oder Großvater? Ja, Opa oder Großvater ist... Ja. Hatte erwähnt, dass es auf einem Schiff passiert ist. Also auf einem Schifftransporter gewesen ist. Und dass das jetzt... Ja, weg ist. Achso, und hier habe ich eine Kampfdisk gefunden, deswegen bin ich hier nochmal rein. So. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was ich noch gemacht habe. Außerdem haben wir festgestellt, dass wir, wenn wir zu diesem Ort gelangen möchten, im Sand stecken bleiben, was ich jetzt auch nochmal demonstrieren kann. Wir stecken im Sand fest und kommen hier nicht weiter. Gehen automatisch zurück nach Pennak. Dann hat uns diese Frau da angesprochen und hat gesagt, ja, wir kommen nicht durch. Wir wurden danach, wo wir oben bei dem Mädchen waren, mit dem Mobile, wurden wir hierher geschickt, zum Ersatzteilenladen. Dann kam, ja, ist das so ein Bericht von den News-Dingern da und hat gesagt, hat uns das gezeigt und blub blub blub. Auf jeden Fall hat der Händler dann gesagt, dass der Großvater, ja, ist es in dem Abaskus anwesend ist, wo ich eben gerade auch gestanden und gespeichert habe. Da habe ich meinen Cut gesetzt, den eigentlichen Cut. Und in hier ist uns dieser nette Herr mit dem, der kleine nette Herr mit dem roten und dem blauen Typen, der uns ganz am Anfang begegnet ist und die Schwester beschützt hat, begegnet. Und ja, das war's eigentlich schon. Und ich habe halt meinen Vorrat aufgefrischt. Ich habe 20 Bälle gekauft, 30 Tafelwasser und ein bisschen Kuhmilch. Ja, dann werde ich jetzt hier kurz nochmal ein kleines Stückchen spielen. Wie gesagt, ich wusste es nicht, dass es da ein Problem gibt. Halt, wer da... Ich sag bloß, er will schon wieder kämpfen. Schon wieder ein Einbrecher. Och, Mann. Du bist echt ein schlechter Assistent. Ist schon wieder dein Sonnenkern. Was aber da nicht zupasst, ist das Garados daneben. Du hast einen Sonnenkern und einen Garados. Das ergibt doch keinen Sinn. Ach so, genau. Und ich weiß noch, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich habe eine kleine Runde in einem Kolosseum gedreht. Dadurch ist das, habe ich einen kleinen EP-Anstieg bekommen. Aber egal, ich werde euch das Kolosseum im Nachhinein nochmal zeigen. So, wir fackeln das ab und setzen das Garados unter Strom. Ja. Schön zusammengefasst, das Sonnenkern ist ein Pflanzen-Pokémon, ist
Ja, das ist ein Wasserflug-Pokémon. Viele denken, es ist ein Drache, aber es ist Wasserflug. So. Ja, schön zusammengefasst. Mehr kann ich leider nicht machen. Ich kann es leider auch nicht rückgängig machen. Weil die Aufnahme ist einfach weitergelaufen. Da wurde nichts angezeigt von wegen, oh, Aufnahme hängen geblieben oder so. Nein, sie ist weitergelaufen. Es tut mir wirklich leid. Passiert nicht alle Tage, aber es passiert halt mal. Dann mache ich nämlich jetzt das Abaskus-Anwesen noch mit. Und hoffe, dass er jetzt nicht mein Kilia mit Biss killt. Sonst bin ich dem sein Leben lang böse. Komm, Kilia, greif an und lass dich nicht immer zurückschrecken. Du blödes Gardos-Mistvieh. Ich lasse nicht zu, dass du Kilia jetzt besiegst. Da kann die Welt untergehen, aber ich lasse es nicht zu, dass du Kilia jetzt besiegst, außer du hast einen Volltreffer. Komm, Kilia, greif an. Gib den Gardos, was es verdient. Da. Los, Feuer frei. Gute Nacht. Ach klar, du belebst es auch. Na gut, hauen wir einfach drauf. Hab zu viel Mitleid gezeigt. Tschüss. Okay, Kilia Spitzangriff reicht doch noch nicht ganz aus. Musst du dich doch nochmal entwickeln. Oder eine bessere Attacke kriegen. Eins von beiden. Psychokinese. Ich sag was von besserer Attacke kriegen und schon kriegt Kilia eine bessere Attacke. Konfusion kommt dafür weg. Und ich weiß, Psychokinese hat nicht unbedingt viel AP. Deswegen werde ich auch das AP Plus, was ich gefunden habe, Kilia geben. Besser einfach mal, wenn der sich eine neue Brille beschafft. Wäre meine Devise dazu. Oh Mann. Na gut. Es muss. Lalalala. Moment. Hab total gepennt gerade. Moment. Lass uns beginnen. Ah ja. Wo ich echt gedacht habe, das wäre mal eine richtig lustige Kampfidee. Aber es ist leider nicht zu dem gekommen, was ich dachte. So. Da hätte ich es echt wirklich gedacht. Man muss gegen diesen Roboter kämpfen. Aber ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, war ich enttäuscht. Ein Typ hat exakt dieselben Pokémon, nur dass sein Sohn keine weiterentwickeln wurde. Ich glaube, das Gardos und das Vieh ist ein Level, zwei Level höher, ich weiß es nicht mehr. Ja, ein Level höher, oder? Nee. Wenn ich, doch, ein Level höher. Blut. Aber ich werde jetzt mal leider Lumina zurückrufen müssen. Weil das könnte sonst ein paar Probleme geben wegen der Bissattacke von Gardos. Und ja, das will ich nicht unbedingt riskieren.
bringt das denen, wenn sie so einen Roboter bauen, der sowieso nur ihre Pokémon einsetzt? Fuchtler. Fuchtler geht willkürlich auf alle. Und an dem Element von Sonnenkern hat sich nichts geändert. Das ist weiterhin nur Pflanze. Und du hast mir jetzt was Schönes ermöglicht. Ich mache jetzt schön doppelten Schaden mit meinen Feuerattacken. Dafür werde ich dich jetzt auch umboxen. So. Ich werde jetzt mal einen Eisstrahl auf Gyarados feuern. Zack. Brenne. Flora geht down. Flora, eine der langsamsten Pflanzen-Pokémon, würde ich sagen. Hopschfoss. Jetzt nämlich auf den Arm nehmen. Zack. Du und dein Fuchtler. So. Eisendes Sonnenlicht. Hopschfoss ist ein Flug Pflanzen-Pokémon. Und ja. Wir machen das jetzt einfach kalt. Erhitzen es in dem Falle. Fritteuse. Tschüss, Hopschfoss. Mal sehen, was er als letztes reinruft. Ein Tropius. Jetzt weiter nächstes. Stimmt ja, bei Sonnen kann ja keiner eingefroren werden. Hab ja fast vergessen. Fuchtler. Hast dich jetzt ausgetobt, Gyarados, bist du jetzt verwirrt. Das müsste jetzt eigentlich verwirrt sein. Ja. Gut, Glut und Eisstrahl. Ich sag mal, für diese Runde. Es ist zu Ende. Plopp. Oh, was? Das hat's überlebt. Gerade so. Stampfer. Warum nicht? Und das auch noch auf meiner Quane. Warum benutzt eigentlich nur Rückschreckattacken? Stampferbiss. Was soll denn der Mist? Juhu, Level Up. Lernen wir was Bestimmtes? Nö. Gleißendes Sonnenlicht. Glut. Und du machst Ruckzuckhieb. Zack. Tschüss, Tropios. So fliegender Bananenbaum. Okay, damit hätten wir es. Ihr habt doch echt keinen Plan. Ich will eigentlich nur einen Ersatzteilenladenhändler holen und gut ist. Damit mein Moped umgebaut werden kann. Jetzt will er auch noch meine PDA-Nummer. Komm. Kann ich den Ersatzteilenladenhändler jetzt eigentlich holen? Ist er schon weg? Moment. Na gut, darf ich eben nicht rein. Na gut, dann ist er schon weg. Naja, mir auch egal. Hauptsache. Warum steht das Ding da? Ich will es mitnehmen. Sieht eigentlich doof aus. Kronenroboter. Da ist er schon weg hier.
gehe mal nachgucken, ob der mein Mopager jetzt so schön off-tunen kann. Lalalala. Obla, falsche Taste gedrückt. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich langsam mal einen Cut setzen. Weil ich weiß nicht, wie viele Minuten draufgegangen sind. Oder ist der halt immer noch nicht weg? Okay, dann habe ich mich verguckt. Dann ist er da noch irgendwo. Ach, egal. Werden wir alles im nächsten Part sehen. Ich bin jetzt sowieso gerade nicht so aufmerksam gewesen beim Mitlesen. Okay, Freunde, ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. See ya.